In diesem Video teste ich Custom ROMs für Android-Smartphones. Custom ROMs ersetzen das vorinstallierte Betriebssystem durch ein mehr oder weniger entgoogeltes Android. Man hat also mehr Kontrolle darüber, wo das Telefon Daten hinschickt und kriegt oft noch ein paar nette Funktionen obendrauf, die Android sonst nicht hat. Getestet haben wir EOS, CalyxOS, GrapheneOS, LineageOS und Volla. Wir haben viele interessante Sachen herausgefunden, also bleibt dran. Ach ja, ganz am Ende des Videos zeige ich euch auch noch ganz konkret, wie man so einen Custom ROM installiert. Woo! Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Bevor es losgeht, ganz kurz in eigener Sache, wir suchen Mitarbeiter. Falls ihr mit mir zusammen bei CT bzw. Heise arbeiten wollt, wir haben ganz viele offene Stellen. Die Liste ist in der Beschreibung verlinkt. Schaut doch mal drauf, ob da was für euch dabei ist. So, also Custom ROMs. Wieso sollte man die überhaupt haben wollen? Ja, einfach deshalb, weil beim Standard vorinstallierten Android sehr viele Daten irgendwo hingeschickt werden, ohne dass man so genau weiß, was genau damit passiert. Vieles geht an Google, aber auch an die Entwickler von bei vielen Smartphones vorinstallierten Apps, wie zum Beispiel Facebook. Und auch wenn man den Unternehmen vertraut, weiß man nicht, ob vielleicht Behörden die Daten bei den Unternehmen anfordern und mich damit in die Bredouille bringen. Es gab jedenfalls bereits häufiger Fälle, an denen eine Person verdächtigt wurde, eine Straftat begangen zu haben, einfach weil die Person sich zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort befunden hat. Die Google-Dienste speichern das ja. Alleine an US-Behörden gab Google im Jahr 2020 solche Daten 11.554 Mal weiter. Und jetzt könntet ihr natürlich sagen, hä, aber Android ist doch Open Source, da kann man doch einfach nachschauen, was da mit den Daten passiert und entsprechend Dinge abschalten. Ja, ganz so einfach ist das leider nicht, denn nur das Grundgerüst von Android, das nennt sich Android Open Source Project, kurz AOSP, ist wirklich Open Source. Ganz viele Google Software ist aber nicht Teil davon und nicht Open Source. Unter anderem der Chrome Browser, die YouTube App, der Play Store und die Kamera-App. Und dann kommen dazu noch die Sachen, die Hersteller wie Samsung, Xiaomi, OnePlus vorinstallieren. Zum Beispiel so heftige Datensammel-Apps wie Facebook. Und die kann man oft nicht mal abschalten, auch wenn man die gar nicht benutzt. Wir haben uns mal angeschaut, wie viele Daten ein ganz normales Samsung Galaxy S10 bei jedem Booten so in die Welt posaunt. Über 2 Megabyte Daten in weit über 100 Verbindungen haben wir mitgeschnitten. Und zwar auch von noch nie auf dem Gerät benutzten Apps wie Spotify und Facebook. Ja, und da kommen jetzt die Custom ROMs ins Spiel. Die machen das nämlich nicht. Sogar das von allen von uns getesteten ROMs geschwätzigste Custom ROM, Calyx, transferierte beim Booten nur knappe 60 Kilobyte, also weniger als ein 1/30 im Vergleich zum Standard ROM. Außerdem haben Custom ROMs auch noch andere Vorteile, zum Beispiel, dass man Apps einfach gezielt das Internet abdrehen kann. Will man zum Beispiel eine App installieren, der man nicht so ganz vertraut, hier zum Beispiel bei EOS, geht man einfach bei Einstellungen in Apps und Benachrichtigungen, wählt in der Liste die gewünschte App aus, tippt auf mobile Daten und WLAN, tippt auf Netzwerkzugriff erlauben, zack, fertig, Netzwerk. Das geht mit Standard-Android nur mit Zusatzsoftware wie Shelter Island und selbst dann klappt es nicht so richtig toll, geschweige denn komfortabel. Die 5 Custom ROMs, die ich zusammen mit meinen Kollegen von CT getestet habe, basieren alle auf Googles AOSP, haben aber natürlich nicht die Closed-Source-Software von Google integriert. Statt Google Maps ist dann zum Beispiel bei E Magic Earth vorinstalliert, bei Calyx Organic Maps, bei Volla Osmand. Wer aber unbedingt Google Apps nutzen will, kann diese nicht einfach aus einem alternativen App Store als APK-Datei holen und installieren. Nein, die Google Apps benötigen die sogenannten Google Play-Dienste. Das sind diverse Hintergrunddienste und Programmierschnittstellen. Und diese Play-Dienste sind unter anderem dafür verantwortlich, regelmäßig den Standort und andere private Daten an Google zu schicken. Also die schönen Apps kriegt man sozusagen nur im Austausch gegen die eigenen Daten. Aber halt, es gibt eine Alternative, nämlich MicroG. Das ist eine quelloffene Implementierung der Play-Dienste, die auch ohne Google-Account funktioniert. Damit kann man dann fast alles machen, zum Beispiel Apps aus dem Play Store installieren, die offizielle Google-Kamera-App benutzen und so weiter. Was allerdings bislang nicht geht, Apps im Play Store kaufen und mit dem Smartphone per Google Play bezahlen. CalyxOS und E haben MicroG ab Werk dabei, Lineage und Volla nicht, da muss man also auf
Open Source Apps ausweichen oder MicroG selbst nachinstallieren. Graphene OS hat einen anderen Ansatz. Hier laufen die originalen Play-Dienste aber in einer abgesicherten Umgebung ohne Zugriff auf die Systemebene. Das funktioniert ziemlich gut. Insgesamt ist Graphene OS das Custom ROM, das am kompromisslosesten auf Sicherheit setzt. Auch optisch sieht das Ganze schon so ultra minimalistisch aus. Es gibt keine vorinstallierten Hintergrundbilder, sondern nur schwarz. Und die Icons unten sind konsequent monochrom. Also wer mit so einem Smartphone rumrennt, zeigt nach außen ganz klar: Ich mein's ernst mit der Sicherheit. Clicky Bunti ist für mich nix. Also schon 2019 hat Edward Snowden übrigens getwittert, dass er Graphene als Basisbetriebssystem nutzen würde, müsste er ein Smartphone konfigurieren. Zusätzlich würde er allerdings noch die Mikrofone auslöten. Graphenes Hauptentwickler ist Daniel Mikai, der vorher an Copperhead OS mitgearbeitet hat. Graphene ist nicht nur Open Source Android mit ein paar Open Source Apps, sondern bringt auch gehärtete Systemfunktionen mit, zum Beispiel eine Speicherverwaltung, die weniger Schwachstellen haben soll als die von Standard Android. Graphene OS läuft nur auf Google Pixel-Smartphones ab dem Pixel 3a. Und das ist natürlich schon ein bisschen lustig, dass man sich ein Google-Gerät kaufen muss, um ein sicheres Android ohne Google benutzen zu können. Aber gut. Graphene Support gibt es nur so lange, wie Google Sicherheitsupdates für das jeweilige Gerät veröffentlicht, was ja logisch ist bei einem Custom OS, wo Sicherheit im Vordergrund steht. Weil zum Beispiel beim Pixel 4a nächstes Jahr mit Android 14 schon Schluss ist, empfiehlt Graphene die Pixel 6 Geräte, bei denen Google noch jahrelang Support verspricht. Bei Calyx OS ist die Hardware-Unterstützung ganz ähnlich. Auch das gibt es nur für Google Pixel Phones. Einzige Ausnahme ist das alte Xiaomi Mi A2. Calyx hat eine Firewall und VPN-Dienste vorinstalliert. Außerdem ist, wie gesagt, MicroG dabei und gleich zwei App Stores. F-Droid ist auf Open Source Apps begrenzt, alles andere findet man aber im Aurora Store. Die anderen Custom ROMs sind da noch nicht so weit. So wie Lineage, das ist bislang noch auf Android 11. Lineage ist sozusagen der Opa der Custom ROMs, denn seine Ahnenreihe lässt sich bis zu dem inzwischen eingestellten CyanogenMod zurückverfolgen, das es seit 2009 gibt. Lineage ist der offizielle Nachfolger. Der größte Vorteil davon ist die Unterstützung von hunderten Smartphones und die große Community. In Sachen Bedienkomfort und Security hat es allerdings weniger zu bieten als die Konkurrenz. So fehlt jeglicher App Store. Wenn man zum Beispiel Aurora benutzt, muss man manuell die APK installieren. Schutz vor Trackern gibt es weder systemweit noch im Browser und eine Firewall fehlt auch. Besser gefallen hat uns EOS, geschrieben mit neckischen Schrägstrichen. Das basiert auf Lineage, ist aber ein sogenannter Fork, also eine unabhängige Abspaltung. Hier ist mit App Launch ein eigener App Store vorinstalliert, der nicht nur eine sehr gute App-Auswahl bietet, sondern bei jeder App auch eine Datenschutzbewertung anzeigt. Außerdem gibt es die MicroG Services und zumindest der Browser hat einen Schutz vor Werbe- und sonstigen Trackern eingebaut. Das je nach Blickwinkel originellste oder auch seltsamste Custom OS ist Volla OS. Das gibt es nicht zum Runterladen fürs eigene Smartphone, sondern man muss bei Volla für 359 Euro das Volla Phone oder für 449 Euro das Volla Phone X kaufen. Das Betriebssystem sieht sehr anders aus als Android, vor allem der Launcher. Der heißt Sprungbrett und ist komplett textbasiert. Tippt man irgendwas ein, kann man das als Notiz abspeichern oder danach suchen. Ansonsten gibt es rechts unten unter dem sogenannten roten Punkt nur 7 Funktionen. Die App-Liste sieht man nur, wenn es unbedingt sein muss, mit einem Wisch nach rechts. Ich persönlich kann mit dem Bedienkonzept wenig anfangen, aber in der Redaktion gab es durchaus Leute, die diese Reduzierung toll fanden. Es gibt bei Volla kein MicroG, dafür aber mit Aurora und F-Droid 2 App Stores. Ich habe die Phones mit den Custom ROMs natürlich auch im Alltag ausprobiert und das klappte schon ziemlich gut. Nur hat mir das schmerzhaft gezeigt, wie sehr ich doch inzwischen schon bei Google in der Datenfalle hänge. Meine Kontakte sind mit meinem Google-Account verknüpft, ebenso wie mein YouTube-Premium-Account und ich benutze auch regelmäßig Google Pay. Alles Sachen, die natürlich mit Custom ROMs entweder gar nicht gehen oder einfach bescheuert sind, weil man installiert ja ein Custom ROM, um Google nicht zu benutzen. Was mir in der Praxis außerdem aufgefallen ist und was viele Leute wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm haben, die bei den Custom ROMs vorinstallierten Open-Source-Kamera-Apps machen in vielen Fällen, vor allem bei Dunkelheit, schlechtere Fotos als die Hersteller-Apps. Unter anderem, weil diese besser auf die spezifischen Kameramodelle
Kameramodule optimiert sind. Hier mal ein Beispiel von einem Pixel 4a. Das hier ist mit der von EOS vorinstallierten Home-Camera-App gemacht und dieses mit der offiziellen Google-Kamera-App. Schon ein großer Unterschied, oder? Aber halb so wild, denn zumindest bei EOS, GrapheneOS und CalyxOS kann man dank simulierter Google Play Services die Original-App installieren. Und diese drei OS wären auch meine Empfehlungen. Graphene oder CalyxOS, wenn ihr kompromisslose Sicherheit wollt und ein Pixel-Smartphone habt, EOS für alle anderen. In diesem Video ging es mir darum, euch erstmal so einen Überblick über Custom-ROMs zu geben. Wenn euch das interessiert, kann ich auch gerne nochmal auf einen ROM detaillierter eingehen, zum Beispiel mit einem richtigen Langzeit-Test-Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Custom-ROM euch da am meisten interessieren würde. Ach ja, im ursprünglichen CT-Test der Custom-ROMs war auch noch iodeOS mit dabei. Das hat es leider nicht ins Video hier geschafft, weil das entsprechende Smartphone kurz vor Drehbeginn einen Hardware-Defekt hatte. Und ganz zum Schluss jetzt nochmal ganz kurz, wie man die Custom-OS installiert. Das funktioniert bei den meisten Herstellern so, wie gleich beschrieben, außer bei Samsung und Xiaomi. Samsung benutzt zum ROM-Flashen ein eigenes System namens Odin, statt den Standard-Android-Tools ADB und Fastboot. Es gibt von Odin einen Open-Source-Nachbau namens Heimdall, aber wir können aus Erfahrung sagen, ADB und Fastboot funktionieren deutlich unproblematischer. Bei Xiaomi-Geräten muss man das Öffnen des Bootloaders und ohne kann man keine Custom-ROMs installieren, bei Xiaomi beantragen, was super nervig ist und oft auch gar nicht funktioniert. Ich würde deshalb bei Custom-ROM-Experimenten empfehlen, eher Geräte von anderen Herstellern zu benutzen. Ich installiere hier mal exemplarisch auf einem Pixel 4a unter Windows EOS. E hat für jedes unterstützte Smartphone-Modell eine englischsprachige Installationsanleitung, also ruhig da auch nochmal reinschauen. Wichtig ist, dass ihr vorher immer checkt, auf welchem Android-Stand das System bei der Installation sein soll. Stimmen die Versionen nicht überein, gibt es Probleme. So, nun aber. Zuerst müsst ihr erstmal ADB und Fastboot installieren, das ist ein Teil der Plattform-Tools von Android. Links sind alle in der Beschreibung. Die ZIP-Datei entpackt ihr einfach in einem Ordner. Und in diesen Ordner packt ihr dann direkt die zu flashenden Dateien, nämlich einmal das sogenannte Recovery-Image und einmal das Custom-ROM-Image selbst. Dann nur noch den ADB-USB-Treiber installieren. Und jetzt müsst ihr USB-Debugging einschalten, damit ihr über das USB-Kabel am System herumdoktern könnt. In die Einstellung gehen, dann über das Telefon und dann unten 7-mal auf die Bildnummer tippen, zack, Entwicklermodus an. Dann geht ihr in System, erweitert, Entwickleroptionen und aktiviert USB-Debugging. Nun das Smartphone mit Kabel an den Rechner. Jetzt startet ihr die Windows-Eingabeaufforderung und geht mit CD in den Ordner mit den Plattform-Tools. Jetzt ADB Reboot Bootloader eintippen und Achtung, wenn ihr jetzt weitermacht, wird das Telefon komplett zurückgesetzt. Nachdem das Smartphone ins Fastboot-Menü gebootet ist, eingeben Fastboot Flashing Unlock. Jetzt müsst ihr mit Lautstärke runter und einmal auf den Einschalter drücken, bestätigen, dass der Bootloader entsperrt werden soll. Jetzt bootet Android 9 und ihr müsst nochmal, wie schon gerade beschrieben, das USB-Debugging anschalten. Und jetzt nochmal in der Eingabeaufforderung ADB Reboot Bootloader. Dann Fastboot Flash Boot und dann der Dateiname des Recovery Images. Jetzt das Smartphone ausschalten, Lautstärke runtergedrückt halten, einschalten, dann über die Lautstärke-Tasten Recovery Mode auswählen, dort dann Factory Reset auswählen, dann nochmal Format Data, dann wird nochmal alles zurückgesetzt und ihr könnt im Hauptmenü Apply Update wählen und dann Apply Update from ADB. Jetzt in der Eingabeaufforderung ADB, Sideload und der Dateiname des Custom ROMs. Return. Das dauert jetzt ein bisschen und es sieht zwischendurch auch so aus, als sei das System irgendwie hängen geblieben, aber keine Angst, das berappelt sich und nach ein paar Minuten habt ihr ein brandneues Betriebssystem auf dem Smartphone. Yes! Ganz wichtig, bei EOS und LineageOS dürft ihr nicht den Fehler machen, den Bootloader nach der Installation wieder zu verschließen, dann läuft das System nämlich nicht mehr. Diese Erfahrung musste ich schmerzlich machen. So, und jetzt viel Spaß mit eurem Custom-ROM. Tschüss!